Jo Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ, heute mit dem Thema YouTube, wir und warum. Zusammen mit Markus. Hallöchen, Freundchen. Ich bin ein Schnappe, heute das Schnapper-Ding und ich will mich jetzt auch gar nicht lang mit dem Spiel beschäftigen, sondern wir gehen mal direkt auf das Thema ein. Und zwar haben wir von unseren Abonnenten die Frage gestellt bekommen, wie wir auf YouTube kamen. Also beziehungsweise warum wir YouTube-Videos machen. Und da hat uns ein gewisser Abonnent dieser Art auch schon getötet. Und zwar, wie kamen wir eigentlich auf YouTube? Angefangen hat es ja bei uns schon auf einem älteren Kanal. Ich weiß nicht, ob es alle von euch jetzt wissen. Wir hatten ja davor schon einen anderen Kanal und sind ja dann mit Futur zusammen auf den hier gekommen. Taco hat mich schon wieder getötet. Ja, der Kanal hat auch Lappengamer TV gehießen. So, und jetzt können wir mal überlegen, wie kamen wir zwei auf YouTube zu machen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Eine gute Frage, ja. Und zwar, glaube ich, langweilig. Haben wir das schon mal erwähnt? Vielleicht ein Tech-Video oder so? Nee. Nein, haben wir es nicht erwähnt mal? Ich glaube nicht. Also ich wüsste zumindest nicht, ja. Ich auch nicht mehr, aber es könnte ja sein. Aber irgendwie ist das Schnapper-Ding immer noch für den Arsch. Und zwar, wir haben mit YouTube angefangen. Einfach aus dem Grund, dass wir es machen wollten, glaube ich. Es gab keinen anderen. Ja, keine Ahnung. Es war halt in der Zeit halt Fame und... Beziehungsweise wir zwei hatten ja schon immer Spaß dran, zusammen zu spielen. Ja. Und haben auch beide viel YouTube geguckt und dann kamen wir auf die Idee, warum machen wir nicht selber einen YouTube-Channel auf? Ja. Ich weiß noch, angefangen hat es damals, die wir zu zweit nebeneinander saßen. Ja, das war die Zeit, Alter. Ja. Das war die beste Zeit, was es gab. Minecraft Singleplayer nebeneinander aufzunehmen. Und andere Spiele. Ja, meistens Minecraft. Weil für den Rest war schon zu viel Arbeit. Ja, ja. War schon geil. Ja, und dann... Ja, hat auch unser Kanal Lappengamer TV gießen. Das heißt, Lappengamer TV... alt. Ja. In Klammern mit Ausrufezeichen. Ja. Und dann irgendwann. Dann haben wir Futur kennengelernt über Planetside. Wie, also er hat uns abonniert irgendwann. Unseren alten Kanal. Ja, der hat ja unseren alten Kanal abonniert. Er hat uns auch mal geschrieben, dass wir miteinander zocken könnten mal und dann haben wir miteinander gezockt. Und dann haben wir irgendwann regelmäßig zusammen aufgenommen, dann haben wir irgendwann zusammen einen Kanal gemacht. Wie jetzt, der noch jung ist, würde ich mal sagen. Noch Jungfrau. Ja. Ich mag so eine große Schnapper-Ding Geschichte. Nicht. So eine Geschichte... Ich habe ihn für dich eingeschleimt. Ja, genau, auf meinem Maul, Alter. Nee, keine direkte, warum machen wir YouTube-Geschichte eigentlich? Das gibt's nicht. Wir hatten einfach Bock drauf und haben gesagt, wir machen das jetzt. Und ich glaube, es war auch wirklich so eine spontane Entscheidung. Von einem Tag auf den anderen haben wir den Kanal erstellt und unsere Videos gemacht. Ja. Das erste Spiel war World of Tanks. Ja, oder? Das war auch mit eins... Ja, also angefangen, glaube ich, haben wir mit Minecraft und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass mal World of Tanks machen. Das haben wir doch auch beide. Doch. Das war eigentlich World of Tanks das erste, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, es war Minecraft, weil wir uns nebeneinander gesetzt haben. Weil wir da das im Internet noch nicht so gecheckt haben. Weißt du? Ja. Ja, es könnte sein, ja. Und dann irgendwann haben wir gesagt, komm, lass World of Tanks machen. Es gibt doch sowas wie Skype. Und inzwischen Skype aufnehmen ist beschissenste Kacke ever. Ja, das ist so. Das ist und halt dann, so die Entwicklung eines YouTubers. Hatten wir, glaube ich, 24 Folgen und dann war ja dein Account gesperrt. Ah, ja. Von unerklärlicher Weise. Das war auch sehr interessant, muss ich sagen. Dass einfach mein Account gesperrt wird. Sowas sehe ich auch nicht oft. Hinter dir. Ja, und dann haben wir... Was haben wir dann gemacht? Hatten wir erstmal eine Pause, oder? Dann haben wir mit Minecraft weitergemacht wieder. Mit Hexit dann. Am Anfang hatten wir Standard Minecraft. Dann haben wir weitergemacht mit Hexit. Als das gesperrt wurde, haben wir gehofft, dass der Account irgendwann wieder freigegeben wird, was er nicht wurde. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Planetside auch gemacht gehabt. Planetside haben wir dann gemacht, glaube ich. Ja, nee.
Wir könnten ja... Was haben wir danach gemacht? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich könnte ja nachschauen. Ja, nee, wir spielen ja gerade. Das kannst du gerne am Ende der Runde nochmal machen. Gut. Weil jetzt gerade müssen wir hier den Garten halten. Das sieht gut aus. Klar, das sieht echt gut aus für uns. Käse-Schleim, Alter, geht durch den durch, ey. Na, genau gesehen. Eine Scheiße, wir. Obwohl wir eigentlich voll Scheiße spielen, halten wir eigentlich ganz gut. Ja, so scheiße spiele ich eigentlich gar nicht. Ich mache in jedem Leben eigentlich einen Kill mindestens. Im Normalfall. Zum Durchschnitt habe ich bestimmt eine positive... Oh, es landet einer mit Rockets direkt vor meiner Nase. Was ist das für eine Kacke? Und von oben schießt ein anderer mit Rockets. Jetzt auf einmal keine Chance mit sich Leuten. Seht ihr dieses typische und nein, unter einer Minute alle rein da. Ja. So, das ist einfach so OP, Alter, irgendwie. So müsste es halt immer sein und die Pflanzen müssten halt immer drin sein. Die gehen auch immer erst rein, kurz bevor der Garten ganz eingenommen ist. Dann ist aber schon zu spät. Alter, ich hab den schon 1000 Mal gegessen, ey. Oh, was war das? Dann wurde ich schon wichtig getötet, obwohl ich im Boden war. Jo. Also ich muss sagen, das Schnapper-Ding hat sich jetzt noch nicht so revealed, aber ich bin Erster. Okay. Lol, ich bin wahrscheinlich Letzter oder so. Vorletzter oder so, ja, irgendwie ganz halt unten. Ja, ich habe auch 11 Kills und du irgendwie 2. Ja, Alter, ich muss fehlen gerade, Alter. Verschlinge 5 Zombies ohne K.O. zu gehen. Seid ihr lustig. Erlege 15 Wissenschaftler. Jo. Das geht doch. Aber eine 5er Fressserie mit dem scheiß Schnapper-Ding. Das ist etwas weit Unmögliches. Komm schon, eat, ess den doch! Scheiß Schnapper-Ding! Was? Der berührt mich mit seinem Tackling nicht mal, tötet mich aber. Geil. Er tackelt einfach gegen so eine Wand vor mir und ich sterb. Dann läuft er einfach weg. Oh, Alter, was ist los, ey? Okay. Da unten ist ein scheiß Inchi. Get it. Also glaube ich, ein geschlossen. Also bei den Bomben, wo man die Bomben legen muss, beim letzten, da war es auch stark. Da glaube ich, muss man nicht spielen. Weil da ist die OP, glaube ich, ey. Bomben da war bei legen? OP, ja, in der anderen Karte, ne? Ja, weil da einfach alles aus Gras ist. Weil da alles aus Gras ist, da bist du natürlich OP. Alter. Aber schaut euch mal an, dieses scheiß Spray, es ist einfach wirkungslos und Taco tötet mich jetzt wieder. Da werde ich drauf. Ja natürlich, hüpft runter und als er weg ist, falle ich einfach tot um. Weißt du was, Taco? Dafür stirbst du, Taco. Verdient. Ja, ich habe einen vergiftet. Das geht's voll geil. Das Gift? Ja doch, dieses Schnapper-Ding halt. Das hat kein Gift. Achso, dieses Sumpf-Spray. Ja, es ist Spray da. Das hat Gift. Jetzt komme ich von den Soldaten weg, jetzt schießt mich die scheiß dieser Strahl weg. Okay, jetzt langsam sollten wir wieder im Garten bleiben. Wir sind unter 2 Minuten, jetzt fangen dann die ersten Zombies das Tackeln an und gleich kommen dann wieder alle. Ja, ich bin plötzlich tot. Und es leckt auch wieder richtig hart, Alter. Ja, richtig hart würde ich jetzt noch nicht sagen, aber es fängt wieder an, ja. Doch, bei mir schon. Leck, komm schon. Ohne Scheiß. Ja, vor allem der Schaden kommt immer so unberechenbar. Du verlierst gar kein Leben und auf einem Wupp bist du tot. Ja, ess ihn halt nicht, jo. Geil, Alter. Geil. Okay, Stabber Scheiße. Der geht nicht. Da will ich niemanden essen. Komm, Feuerabs, ja. Taco springt in das Wasser. What the fuck? Taco ist gerade ins Wasser gehüpft und ist K.O. gegangen. Oh, ich habe einen mit dem scheiß Sumpfspray getötet. Sowas geht. Ey, wie sie alle da oben campen.
Oh, doch war einmal bis zum Spray weggehaut. Oh, wie select, ey. Aber sie gehen nicht in den Garten und das ist ihr Fehler. Das ist jetzt mal echt ihr Fehler, den verlieren sie, weil sie es gar nicht probieren. Boah, warum? Hey, Alter. Jo, klar. Ist klar. Gib mir zwei Schüsse, ich bin tot. Zum Kotzen, diese Scheiße. Jo, neben mir kommt so eine scheiß Pylonen-Luftanschlag von Dr. Zombos, ey. Okay, läuft gerade gar nicht. Wir haben gleich gewonnen, ich komm schon, gib dem scheiß Ding noch 10 Sekunden, dann ist vorbei. Zum Glück, Alter. Aber dann haben wir es gewonnen und unser Fazit. Fazit, wir sind YouTuber, das ist unser Fazit für die Folge. Das jetzt ist, schauen wir nochmal, was ist unser erstes Video Fazit. War. Unser erstes Video, ja, guck mal, was das erste Video war. Weil ich glaube, unsere ersten Videos existieren gar nicht mehr. Warum? Keine Ahnung, hatten wir da nicht mal irgendwann festgestellt, dass die gar nicht mehr da sind? Nein. Okay. Ich war auf jeden Fall Erster. Und weil wir so tolle YouTuber sind, kaufe ich jetzt unglaubliche Glitzerpäckchen. Ach, die Aufnahme. Unglaublich. Ja. Einsatzleitung in Gold. Wir machen weiter hier unglaubliche Partypäckchen, auch bis Markus das Haus gefunden hat. Centurio Diamanthut. 30 Sekunden hast du noch, ne? Ein Steak-Augenklappe aus Diamanten. Da kommt doch was zusammen heute. Kommt doch heute was zusammen. Zeig mal, Videomanager geht am schnellsten, oder? Ja, und dann ganz nach hinten. Kokosnuss-Augenklappe aus Diamanten. Ey, heute läuft bei mir, Leute. Läuft bei mir. Und jetzt ist der Shop geschlossen. Jetzt muss ich beinen. Jetzt kann ich keine tollen Päckchen mehr für euch aufmachen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir mal irgendwas Bling-Bling-mäßiges, oder? Bling-Bling klingt immer gut. Ah, unser erstes Video war World of Tanks Let's Show. Okay, und dann und dann unser zweites war der Block Jump Level 1. Hast du immer noch nicht weitergemacht, glaube ich. Nee, habe ich immer noch nicht weitergemacht. Und mit diesem netten Anruf... World of Tanks war dann Hexed, genau. Genau, und nach diesem netten Anruf und diesen neuen Informationen über unseren alten Kanal sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.